Hallo, liebe Sportwettenfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Sports Betting Academy. Mein Name ist Daniel Winterholzinger und ich habe heute die Ehre, mit dem Matthias Reder, der hier auch live in der Leitung ist, einen Expertentalk über den Zusammenhang von Sportwetten, Glücksspiel allgemein im Zusammenhang mit dem Bankenwesen, euch hier einen Vortrag zu halten oder zusammen mit Matthias einen Vortrag zu halten. Das Ganze basiert auf einer Situation heraus, wo uns ein Teilnehmer von der Sports Betting Academy ein Schreiben von seiner Hausbank gesendet hat, wo in diesem Schreiben die Androhung im Raum steht, dass sein Bankkonto aufgekündigt wird, weil er auf Win2Day des Öfteren Poker gespielt hat und hier mehrere Transaktionen durchgeführt hat. Und über das möchten wir heute mit euch sprechen. Und dazu habe ich auch den Matthias Reder eingeladen, der hier der Experte ist im Bankenwesen. Und ich würde gerne das Wort dann zu Beginn gleich einmal auch an den Matthias übergeben, damit er sich einmal vielleicht ganz kurz vorstellt. Und herzlich willkommen, Matthias. Ja, hallo Daniel. Freut mich, heute dabei sein zu dürfen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Matthias Reder. Ich war 20 Jahre lang Banker aus Leidenschaft, bin eigentlich noch immer Banker, habe aber dann Ende 2017, Anfang 2018 die technischen Seiten gewechselt. Ich bin quasi vom Valuta-Tag der Bank zur Valuta-Sekunde, nämlich zum Blockchain-Unternehmen, zur Coinfinity, der älteste Krypto-Händler in Österreich, gewechselt. Mache dort aber wieder ein Bankthema, nämlich Compliance und Anti-Money-Laundering, das ganze Thema der Geldwäsche. Das heißt, ich schaue mir die Kunden an, die sich bei uns verifizieren, ich schaue mir die Mittelherkunft an und mache sozusagen dieses Bankthema auch im Sinne von, ich unterstütze Banken bei Anfragen, ich unterstütze auch Kunden, die Probleme haben auch mit der Bank, bei Kryptotransaktionen etc., versuche hier mit der Dokumentation zu helfen und ja, bin im Nebenerwerb selbstständig als Finanzblogger, wie man vielleicht auch sieht im Hintergrund mit meinen Aufstellern und bin selbstständig tätig als EDV-IT-Anwendungsberater. Das heißt, man kann mich buchen, ich sage das, wie geht man mit gewissen Sachen um, wie erstelle ich bei einem Online-Broker ein Depot, wie mache ich dort die Ordereingabe, wie sichere ich meine Kryptos, wie muss ich auf meine Private Keys aufpassen, dass nichts passiert. Also eigentlich das ganze Thema der Soft- und Hardware-Sicherung etc., das habe ich mir so ein bisschen auf das Steckenpferd, also auf meine Fahnen geschrieben und da durfte ich bereits einen großen Kundenstock aufbauen, die meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und ja, insofern mit meinen 20 Jahren Bankerfahrung als Abteilungsleiter, Vertriebssteuerung, Beschwerdemanagement, aber auch Marketing, habe ich natürlich ein bisschen an Insight, was dieses ganze Bankenthema anbelangt. Und da bin ich natürlich sehr gerne dabei, hier ja, Rede und Antwort zu stehen. Sehr interessantes Topic, wenn es Probleme gibt mit Banken. Ja, super. Besten Dank, Matthias. Wir haben für euch hier eine kleine Präsentation vorbereitet, sodass ihr das auch seht, was hier alles passiert ist. Und ich werde das jetzt so machen, ich werde jetzt einfach wieder auf meinen Bildschirm springen, damit wir diese Präsentation auch sehen. Ja, zu Beginn noch einmal hier herzlich willkommen zum Expertentalk mit dem Herrn Matthias Reder und mit meiner Wenigkeit. Und ja, wir gehen jetzt da hier noch einmal ganz kurz auf das Thema ein, was ist eigentlich die Sports Betting Academy. Und zwar zum Thema Sports Betting Academy, wir haben uns darauf spezialisiert, die letzten Jahre intensiv die Aufklärungsarbeit über das Thema Sportwetten zu leisten. Also wir haben schon einen sehr großen YouTube-Kanal auch und sehr viele Ausbildungsprogramme in der Academy, wo wir eben Sportwetten-Fans zeigen, wie man eben seriös und nachhaltig und dauerhaft mit Sportwetten Profite erzielen kann. Wir zeigen diese Industrie, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, warum die meisten Sportwetter dauerhaft verlieren und klären das im Detail auf, sodass eben jeder einzelne Sportwetter nach dem Konsumieren von unserem Wissen eben
komplett eigenständig durch unsere Methoden auch ohne finanzielles Risiko mit Sportwetten Profite erzielen kann. Und das ist noch einmal von Matthias, was wir vorher gesehen haben, wo er sich schon vorgestellt hat. Und wir werden jetzt da gleich reinspringen in die Ausgangssituation, worüber wir mit euch heute sprechen möchten. Und zwar über das Thema Banken und Sportwetten, Glücksspiel im Allgemeinen. Und zwar hat mir ein Teilnehmer von der Sports Betting Academy Folgendes gesendet. Er hat in der Vorgeschichte, bevor wir zu dem Schreiben kommen, hat er auf Win2Day ist eine österreichische Plattform, der staatliche, wo man eben online zum Beispiel Lotto spielen kann, Poker spielen kann, Sportwetten spielen kann. Und dieser Teilnehmer hat hier in einem Zeitraum vom 24.07. bis zum 18.08. 77 Transaktionen mit seiner Mastercard durchgeführt. Und das sind alles so Mikrobeträge, 3 Euro, ich sehe sie her, 3 Euro, 5 Euro. Also es ist nicht wirklich sehr viel Geld, sage ich jetzt einmal, pro Transaktion. Und dann ist Folgendes passiert. Aufgrund dieser Transaktionen, die hier durchgeführt wurden, hat er von seiner Hausbank dieses Schreiben erhalten. Und über dieses Schreiben möchten wir heute mit euch sprechen. Ich werde es einmal vorlesen, was in diesem Schreiben vorgekommen ist. Und zwar in diesem Schreiben steht drinnen: Spielumsätze sind stark im Fokus unserer Aufsichtsbehörde, der FMA, der Finanzmarktaufsicht, da diese Plattformen von Betrügern gerne genutzt werden, um kriminelles Geld in legales Geld umzuwandeln. Wir als Bank sind verpflichtet, die Umsätze genauestens zu prüfen. Die geforderte Dokumentation dazu ist praktisch unmöglich. Wir haben daher die geschäftspolitische Entscheidung getroffen, dass unsere Produkte nicht für Glücksspiel, Sportwetten und Spielumsätze jeder Art zur Verfügung stehen. Wir suchen Sie, diese Umsätze sofort einzustellen. Dazu gewähren wir Ihnen eine Frist bis 28.08.2020. Sollten Sie die Spielumsätze bis dahin nicht eingestellt haben, sehen wir uns gezwungen, Ihr Konto zu kündigen. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Hausbank. Ja, Matthias, über das werden wir jetzt gerne ein bisschen sprechen. Wie siehst denn du dieses Schreiben und diesen Zusammenhang? Ja, dazu muss man jetzt natürlich auf den verschiedensten Ebenen ausholen. Also das, was die Hausbank da im Wahrheit gemeint hat, ist, es geht um das Thema der Geldwäsche. Und da ist es auch international bekannt, dass vor allem beim Sportwetten und im Glücksspiel im Allgemeinen es immer wieder sehr starke Bestrebungen gibt, wo Betrüger Plattformen ausnutzen, aber auch Systeme zum Wetten ausnutzen, um Geld aus illegalen Quellen, sprich Drogengeschäfte, Prostitution, Betrug etc., als legale Einkommen zu deklarieren und damit sozusagen in den legalen Kreislauf einzuschleusen. Also das Thema ist eigentlich immer da. Das hat man auch immer beim Thema Sportwetten. Das kann man auch nicht wegleugnen, weil das auch wirklich so benutzt wird. Was mir jetzt dann noch ein bisschen wundert, ist, dass es hier generell ja um eine offizielle Plattform geht, also Win2Day, aber vielleicht kommen wir auf das später. Es ist wirklich de facto so, dass die Finanzmarktaufsicht die Banken sozusagen hinten anhält oder eigentlich nach vorschiebt und sagt, ihr müsst sozusagen die Mittelherkunft der Gelder, also es geht ja nicht nur darum, dass wenn ein Kunde sozusagen auf einer Plattform Geld überweist, dort spielt, sondern wenn er sich etwas auszahlen lässt, ja, dass man sozusagen bei dieser Plattform, in dem Fall war es Win2Day, deswegen ist es eigentlich eine offizielle Plattform, aber bei vielen anderen Plattformen gehe ich ja sozusagen die Wette mit meinem Counterpart, sprich mit der Plattform selbst ein. Dann gibt es andere Plattformen wieder, wo ich Sportwetten ja kaufen oder verkaufen kann von anderen Teilnehmern. Und das erfolgt ja de facto anonym. Ja, also auch wenn ich vielleicht einen Nutzer oder sonst irgendjemanden sehe, die Know Your Customer-Vorschriften sind bei den meisten Plattformen ja sozusagen nicht dem Bankenstandard in Österreich geschuldet. Und ich kann ja als Kunde oder als Bürger aus Österreich heraus mich prinzipiell ja auf jeder Plattform weltweit anmelden, so wie diese Plattform das ja zulässt. Ja? Und das ist natürlich auch so ein Problem, dass quasi
die Aufsicht, die für das Bundesland Österreich zuständig ist, jetzt Transaktionen von Bürgern aus Österreich bewerten muss, wenn man das so sagen kann, die eigentlich weltweit stattfinden, ne? Die eigentlich ja auch außerhalb des Bundesgebietes stattfinden. Und da sagt halt eben die Finanzmarktaufsicht, muss sich die Bank, wenn sie ein Konto zur Verfügung stellt, und da ist jetzt einmal die erste Unterscheidung, ist es ein reines Privatkonto oder ist es ein gewerbliches Konto? Ich glaube, dass in dem Fall eigentlich alles nur ein Privatkonto ist. Ja. Da halt eben lückenlos die Transaktionen nachvollziehbar sein müssen. Ja? Damit eben das Thema der Geldwäsche sozusagen geschlossen ist und dass es da keine Diskussionspunkte geben kann. Und das eine ist eben das Risiko. Also man weiß, dass von dieser Branche ein hohes Risiko zum Thema Geldwäsche ausgeht und deswegen sind die Banken von der Aufsicht dahingehend verpflichtet, nochmals genauer hinzusehen. Und hinzusehen ist natürlich schwierig, weil man muss sich das ja vorstellen, es gibt ja vereinzelt Banken, die haben Millionen von Kunden. Ja? Und Millionen von Kunden wickeln mitunter pro Tag Millionen, also zig Millionen Transaktionen ab. Ja? Und man kann ja sozusagen als Bank nicht jeden Umsatz immer genau im Fokus haben. Das passiert alles mit softwareunterstützten Systemen im Hintergrund. Ja? Und da gibt es halt eben Systeme, die reißen sozusagen einen Alarm raus. Ja? Das ist ganz klar, wenn jetzt jemand von seinem ursprünglichen Zahlungsverhalten stark abweicht. Und das, gehe mal davon aus, ist in diesem Fall passiert. Wenn jetzt jemand 77 Transaktionen innerhalb von 60 Tagen macht, wo er sonst nur 3 oder 5 Transaktionen hat, das heißt, der kommt einmal auf so eine sogenannte Watchlist. Ja? Wenn du auf so einer Watchlist bist, kommst du quasi heraus und wirst separat betrachtet und dann schaut vielleicht ein Agent drüber, der feststellt, wir haben da ein Problem. Da geht es halt ganz einfach um Transaktionen zu einer Wettplattform. Ich glaube, bei Fintoday sind Sportwetten genauso auch wie das Glücksspiel möglich, also Pokern, ja. Wetten, also in Wahrheit das ganze Potpourri. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Transaktionen sind viele, aber mit geringerem Volumen, wie du richtig gesagt hast, Daniel. Das Grundproblem ist aber nicht nur, dass da ein höheres Risiko von der Aufsicht her ist, sondern das Grundproblem ist, und das ist auch dokumentiert in den Banken, Menschen, die sozusagen in dieses Sportwettthema hineinkommen, beginnen vielleicht am Anfang immer mit kleineren Umsätzen und das steigert sich dann. Ne? Und es ist risikopolitisch als Bankdienstleister natürlich auch, jeder hat seinen Kontovertrag unterschrieben. Die Bank könnte jede Dienstleistung, in dem Fall das Konto ohne Angaben von Gründen, mit einer gewissen Zeithorizont kündigen. Das steht ihnen frei. Und wenn Sie sehen, dass jetzt Personen, die Dienstleistung nutzen, per se ein dauerhaftes Risiko ausgeht, ja, dann zieht man da meistens auch die Reißleine und sagt, lieber Kunde, okay, vielleicht ist es besser, wir gehen getrennte Wege. Dann haben wir als Bank keinen so einen großen Aufwand, weil wir die nicht monitoren müssen. Du fällst nicht dauernd auf irgendeiner Watchlist raus und. Und wir haben in Summe, jetzt ganz brutal gesprochen, ja, weniger Aufwand im Sinne von Zeit und Kosten mit dir als Kunde, als was du uns sozusagen bringst, indem du deine Kontoführungsgebühren bezahlst. Ja, ja, das ist einmal sozusagen die Eingangssicht, die ich vielleicht reinbringen möchte. Okay. Ich finde es ja zum Beispiel sehr interessant, dass eben überhaupt bei Win2Day zum Beispiel im Endeffekt ja es transparent nachvollzogen werden kann, woher eigentlich das Geld kommt. Sofern ich das zum Beispiel mit meinem Bankkonto dort einzahle und von dort zum Beispiel wieder Auszahlung durchführe, sollte das ja eigentlich ja kein Problem darstellen. Oder wie siehst du das, wenn ich jetzt da zum Beispiel mit Paysafe-Karten anfange einzuzahlen und dann versuche dort auszuzahlen, sind ja meistens die Wettanbieter sowieso auch angehalten, eben wenn ich heute zum Beispiel Einzahlung durchführe, kann ich es gar nicht sofort wieder auszahlen, weil ich muss es zumindest einmal umsetzen, das Volumen, was ich einbezahlt habe, eben um dieses Segment der Geldwäsche nicht zuzulassen, formulieren wir es einmal so, ja,
Aber sonst könnte er, so wie du sagst, ich könnte sofort der Geld einzahlen, eben aus irgendwelchen illegalen Geschäften und dann wieder sofort auszahlen lassen von diversen Plattformen. Aber die sind ja auch gesetzlich dazu angehalten, dass eben die Wettanbieter das eben nicht zulassen. Und deswegen wundert es mich eben hier sehr groß schon, dass eben hier das Ganze als kriminelles Geld und das in legales Geld umzuwandeln bezeichnet wird. Deswegen wundert mich, dass im Endeffekt, dass hier vielleicht die Banken nicht mit den Plattformen da in Austausch stehen. Weil im Endeffekt könnte ja auch die Bank dann von Win2Day anfordern, seine ganzen Spielaktivitäten, oder ist das gesetzlich gar nicht möglich? Nein, das ist gesetzlich nicht möglich. Also die Bank kann nicht anfordern, Dings. Das passiert meistens, dass sich der Kundenbetreuer bei dem Kunden meldet und sagt, bitte, kannst du uns die Mittelherkunft der Transaktionen bestätigen? Ja, und dann sendet er sozusagen die Umsätze. Man hat ja dann, glaube ich, auch auf der Plattform Win2Day die Übersicht, wie viel habe ich einbezahlt, wie viel habe ich ausbezahlt, welche Wetten habe ich abgeschlossen, welche sind quasi gut gegangen, welche sind schlecht gegangen, und stellt da eigentlich im ersten Schritt diese ganzen Dinge zur Verfügung. Wie gesagt, also aus meiner Sicht ist das Verhalten der Bank hier stark zu hinterfragen, weil, wie gesagt, Win2Day ja nicht irgendeine Plattform ist, sondern die einzige Plattform, die in Österreich die Glücksspielkonzession besitzt. Das heißt, das ist im Wort genau dasselbe, wie wenn ich ins Casino reingehe, ja, und dort 100 Euro auf Rot oder Schwarz setze. Es ist alles legal, darf ich alles machen, ist alles überhaupt kein Thema. Ich vermute hier, und das ist wirklich eine reine Spekulation von meiner Seite, dass man sich hier den Kunden angesehen hat, ja, und dass man einfach dieses Risiko, das man ja weiß, dass von diesen Plattformen, und das gar nicht differenziert gesehen hat, sondern vielleicht einfach dazu benutzt hat, sich von diesen Kunden einfach zu trennen. Ja. Das heißt, vielleicht auch ein bisschen als Vorwand genutzt. Ich kenne jetzt nicht die gesamte Kundenverbindung. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er einen Kredit hat, ob er vielleicht beim Kredit nicht immer pünktlich zahlt, ob er generell mit der Hausbank gestritten hat. Ja. Es gibt ja auch immer wieder Fälle, wo man überhaupt nicht ins Reine kommt mit seiner Hausbank, weil irgendwelche Themen vorgefallen sind. Ja. Und das schaut mir auch so ein bisschen so aus, dass man quasi diesen Vorwand genutzt hat. Aha, ja, jetzt fängt er auch zum Glücksspielen, ja, also mit Sportwetten, und fällt die ganze Zeit auf. Wir haben unendlichen Aufwand mit diesen Kunden. Wir müssen das alles dokumentieren. Wie gesagt, der fällt auf eine Watchlist. Ich kann jetzt diese Systeme, sind alle Banken unterschiedlich, aber im Endeffekt läuft es ja so ab. Ja. Die Banken brauchen ein Monitoring, wo sie die Zahlungsströme, Ein- und Ausgänge kontrollieren und dann sozusagen dem jeweiligen Profil des Kunden abgleichen. Und in dem Fall, wie gesagt, 77 Transaktionen versus wahrscheinlich 7 Transaktionen in der normalen Zeit, das fällt auf. Dann schaut da jemand drauf, der sieht, der fängt einmal mit kleineren Beträgen an, aber das kann ja sein, dass sich die Beträge dann immer weiter steigern. Der ist vielleicht von der Bonität her sowieso schon schlecht oder nicht gut. Und die Bank sieht da in Wahrheit nur einen riesengroßen monatlichen Aufwand oder Monitoring-Aufwand, den sie de facto nicht mit der Kontoführung hereinbekommt, und hat dann sozusagen aus meiner Sicht diese Situation herangezogen, um sich von dem Kunden in Wahrheit zu trennen, weil das Schreiben ist schon so formuliert, eine Frist, quasi, bitte tu nicht mehr 3 Euro auf Win2Day hinüberweisen, sonst einzustellen. Die Frage ist, und das habe ich jetzt gar nicht gesehen, hat er sich auch wieder etwas zurücküberweisen lassen? Gehen wir mal da zurück. Oder etwas gewonnen und hat sich das dann wieder rücküberweisen lassen? Also das war, ich kenne das nochmal da nicht. Also ich sehe eigentlich hinten immer nur das Minus, beziehungsweise die generell die monatlichen Zahlungen. Ja. Genau, im Endeffekt sehe ich es daran, dass es sich irgendwas hätte auszahlen lassen. Ne? Das wundert mich eigentlich direkt. Es schaut so aus, als wäre es auch eine Kreditkartenabrechnung, das ist das Nächste. Genau, weil er das mit der Mastercard zeigt. Im Endeffekt ist es so. Die Frage ist, wo hat dann die Bank die
Zahlungsinformationen her? Das ist eine große Frage, ob die Bank das überhaupt so gesehen hat. Die Frage, im Endeffekt wird die Bank nur die Kreditkartenabrechnung als solche sehen. Genau, also üblicherweise kriegst du die Rechnung, da sind alle Details drauf und am Monatsende oder am Monatsanfang, ist ja egal, wird quasi die Gesamtsumme minus 750 Euro dann von deinem Konto einfach eingezogen. Genau. Die Bank hat im Normalfall keinen Zugriff auf diese Transaktionsdaten. Und das wundert mich jetzt sehr, woher da jetzt da dieser Bezug generell, also woher weiß die Bank, dass der Kunde ja, gespielt hat auf einer Plattform. Woher weiß die Bank, dass es geht um Sportwetten oder Glücksspiel allgemein? Ja? Vielleicht haben da andere Transaktionen, die direkt mit dem Konto in Verbindung stehen, stattgefunden. Das sei alles zu hinterfragen. Was mir auch fehlt, ist hier die Reaktion des Kunden. Ja? Also was hat der auf das Schreiben dann gemacht? Daniel, weißt du da mehr? Naja, er hat im Endeffekt gar nichts gemacht. Er hat sich dem gebeugt und hat auch komplett aufgehört zum Spielen. Weil ich war natürlich auch, also in meiner Funktion als Leiter Beschwerdemanagement habe ich auch ähnlich gelagerte Fälle natürlich bekommen, wo sie eben Kunden aufgeregt haben im Sinne von, erst ich kriege da jetzt eine Vorschreibung von der Bank, mit der bin ich nicht einverstanden. Mir gefällt der Text nicht, den mir die Bank da jetzt geschrieben hat. Mir gefällt dies oder das nicht. Ja? Das heißt, jeder Kunde hat das Recht auf eine Beschwerde. Ja? Und in dieser Beschwerde wäre jetzt mein Zugang, würde ich die Bank schon konkret fragen, wie sie dazu kommen, dass ich umsetze, wie schreibt es die Bank, dass ich Umsätze mit Glücksspiel und Sportwetten gemacht habe. Ja, also das wäre mal meine erste Frage. Ja. Und die zweite Frage wäre, wo ich als Kunde die geschäftspolitischen Agenda einsehen könnte von der Bank. Das heißt, ist es irgendwo auf der Homepage ersichtlich, dass die Bank jedwede Zusammenhang mit Glücksspiel, Sportwetten ablehnt, weil dann müsste sie ja de facto 90% der Kunden kündigen, alle die Lotto und Toto spielen, ja, alle das ja rubellos kaufen etc. Also es ist jetzt nicht genau dasselbe, aber wenn ich es mit Win2D vergleiche oder halt eben, wenn ich sehe, dass die Kundschaft sozusagen im Casino in Velden im Urlaub 200 Euro bei der Kasse behoben hat, um dort am einen Abend halt einmal ein bisschen zu spielen und dann wieder rauszugehen. Also das würde mich auch interessieren und die nächste Frage wäre, wenn er ein Privatkonto hat, ob diese Frist nicht viel zu kurz ist, 28.08. Mhm. Nämlich mit dieser Einstellung der Umsätze. Ja? Also woher sehen Sie überhaupt diese Umsätze? Weil da geht es ja um das Thema Datenschutz. Ganz, ganz wesentlich aus meiner Sicht. Auch wenn es jetzt diese S-Mastercard ist, ist es, soweit ich informiert bin, eine separate Firma, die die Kreditkartenzahlungen abwickelt, zwar im Auftrag natürlich der Hausbank oder in Kooperation mit der Hausbank, so muss man sagen. Aber wie kommen die zu diesen Umsätzen? Das heißt, würde der Kreditkartenanbieter sozusagen einen Alert oder dieses Monitoring sozusagen, was Ihnen aufgefallen ist, einfach an die Hausbank weiterleiten, dann wäre das datenschutzrechtlich aus meiner Sicht mehr als bedenklich und kann man auf jeden Fall beanspruchen. Ob diese Beanspruchung dann in weiterer Folge dazu führt, dass ich bei meiner Hausbank bleibe, sei natürlich dahingestellt, weil ganz ehrlich, wenn ich so ein Schreiben kriege von meiner Hausbank, dann war das de facto meine Hausbank, dann suche ich mir eine andere für das, wenn ich weiß, dass ich wirklich jetzt nur diese paar Umsätze gemacht habe und diese ein paar Euro transferiert. Also da muss man schon, ich vermute, wie gesagt, dass irgendwas anders im Busch ist, aber das würde ich beanspruchen. Da gibt es in jedem Online-Banking oder auf jeder Bank-Homepage verpflichtend ein Kontaktformular zum Thema Beschwerden. Ja? Oder ich würde Ihnen hier schriftlich auch einfach zurückschreiben. Das heißt, man setzt dann eine Schrift und stellt einfach die Fragen retour. Man beansprucht dann sozusagen diese Frist. Ja? Und das kann man alles machen. Das ist in Wahrheit ein Aufwand, der sich in Grenzen hält, auch zeitlich, damit man da einfach von der Bank vielleicht detailliertere Informationen bekommt, weil das datenschutzrechtlich dann schon sehr interessant ist. Wie gesagt, wenn der Kunde wirklich überhaupt keine Umsätze gemacht hat, sondern wirklich nur mit seiner Kreditkarte diese Umsätze auf diese Plattform getätigt hat, woher weiß das dann die Bank?
Dann kann es ja eigentlich nur so sein, dass ja die Kreditkartenfirma die Informationen weitergegeben hat. Ich habe da nämlich jetzt noch was bekommen von dem Teilnehmer. Der hat mal seine Aktivitäten auf Wink2Day hat er mal geschildert. Ich glaube, das wird dann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich hole das jetzt kurz einmal rein in die Präsentation, okay? Ganz so, kurz. Mikroskopisch klein, aber ich glaube, wir kriegen es ein bisschen größer. Ja. So. Ja. Okay, also er hat da auch Online-Überweisungen durchgeführt. Das heißt, er hat das dann im Endeffekt gemischt. Ne? Er hat nicht nur jetzt mit der Kreditkarte, sondern er hat halt dann da. Und er hat Bankauszahlung auch gemacht. Okay, ne, dann ist das ziemlich klar. Ja. Das heißt, er hat einen direkten Bezug, eine direkte Einzahlung über sein Hausbankkonto gehabt und auch eine direkte Auszahlung an die Hausbankkonto. Und dort geht es halt eben, das sind halt lauter unrunde Beträge, ja, das ist Kleinstbeträge zwar, aber man sieht dann eigentlich sofort, dass der Kunde anfängt, da zum Gamblen. Ja. Und ja, dann hat die Bank risikopolitisch die Entscheidung getroffen, wo immer so einen Gambler haben, ja oder nein. Aber ja, man, bei diesen Beträgen, die fallen jetzt nicht wahnsinnig auf. Wie gesagt, also ich kann eigentlich nur an jeden die Empfehlung geben, auch wenn es zum Thema Krypto kommt, dass man das wirklich stark trennt vom Normalkonto, vom normalen Hausbankkonto. Es hat sich auch bewährt, dass man ein Zweitbankkonto führt, zum Beispiel bei einer Onlinebank, N26, Bitpanda, Revolut etc. Wenn es genau um diese Dinge geht, wenn ich weiß, ich habe mein Sportwett-Account, ja, dass ich das vielleicht über eine zweite Bankkontoverbindung laufen lasse. Weil das Problem ist ja jetzt hat er die Bankkündigung bekommen, er muss sich relativ rasch um ein neues Konto umschauen. Und das kann natürlich dann zum Spießrutenlauf werden, weil da hängen ja Abbucher dran und. Ja. Währenddessen, wenn du das jetzt über Revolut oder N26 machst oder wie auch immer, oder über eine Zweitbankverbindung, wo nur das quasi drüber läuft, dann hast du ein nettes Thema, wenn dort Komplikationen auftreten und die Bank kündigt dir das Konto, dann hast du de facto auch keinen Aufwand damit. Ne? Mhm. Okay, dann tun wir das einmal kurz weg. Jetzt sehen wir da ein bisschen den Verlauf. Ja, und da stellt sich dann klar die Frage, wie erkenne ich denn vorzeitig ein Problem bei meiner Bank? Also ich würde vorzeitig das Problem eben versuchen, sofort zu vermeiden, indem ich sämtliche direkten Transaktionen von und zur Hausbank eigentlich tunlichst unterlassen sollte. Das heißt, ich schiebe eigentlich einen, wie zum Beispiel meine Kreditkarte, ja, ganz normal, ja, die ich davor platziere. Oder halt eben ein alternatives Bankkonto, wie zum Beispiel bei einer reinen Online-Bank. Ja. Oder eben so wie es da auch war, eine PaySafe-Karte. Ja. Also wenn es eh nur um diese kleinen Umsätze geht, ja, dann kaufen wir um 50 Euro eine PaySafe-Karten und setzt die da ein. Ja. Damit diese 50 Euro, sprich diese 10, 15 Transaktionen, weil du hast ja dann meistens Zeilengebühr auch, ja, die du auf dem Bankkonto hast. Ja. Mhm. Wenn du kein Konto, also es gibt die Einzelverrechnung des Gehalts- und Pensionskontos und es gibt quasi die Standard- oder pauschalierte Verrechnung. Die pauschalierte Verrechnung sagt, du zahlst im Monat, ich sage jetzt einmal Hausnummer 7,99 Euro und da sind alle Buchungen drin. Separat zahlst vielleicht nur der Kreditkarten oder wie auch immer. Ja. Dann macht es in Wahrheit nichts, ja, von den Kosten, von der Kostenstruktur her. Aber ich würde trotzdem, wenn ich jetzt eine Einzelverrechnung habe und mir wird die Buchungszeile zum Beispiel mit 25 Cent berechnet, ja, dann machen ja diese Kleinstbeträge ja auch überhaupt keinen Sinn, dass ich das über eine eigene Bankbuchungszeile laufen lasse, weder raus noch rein, weil dann habe ich quasi zweimal Buchungszeile zum Zahlen. Und bei der Kreditkarte habe ich de facto überhaupt keine Buchungsentgelte, da habe ich ja nur das Jahresentgelt, sofern es keine Gratis-Kreditkarte ist und die würde ich eben für diese Sachen auch nutzen. Ja. Das heißt, vorzeitige Probleme kann ich nur dann erkennen, wenn ich sie eigentlich aktiv im Vorfeld, dass ich schaue, dass ich mein Bankkonto, mein Hausbankkonto, wo die normalen Zahlungen drüber rennen, wo die Miete drüber rennt, wo der Abbucher vom Kredit drüber rennt, wo die ganzen Versicherungen drüber rennen,
wo das Kostgeld für zu Hause drüber läuft, wo das, die Sparraten drüber rennen etc. Das ist ja ein Dreh- und Angelpunkt deines monatlichen Zahlungsverkehrs, ja, gerade bei uns Selbstständigen. Und da würde ich halt wirklich schauen, dass ich das Konto von diversen Hobbys eigentlich draußen lasse, wenn ich schon weiß, dass damit ein höheres Risikoprofil einhergeht. Ja. Weil ich verschlechtert mir ja vielleicht auch mein internes Scoring bei der Bank. Ne? Es kann auch zum Beispiel sein, wenn ich das nicht trenne und immer alles über mein Bankkonto laufen lasse, dass ich dann wirklich ein schlechteres Scoring von meiner Hausbank bekomme und dann bei meiner Kreditanfrage, die ich 6 oder 12 Monate später stelle, dann plötzlich bei dem Kreditsachbearbeiter aufpoppt, Alter, ist das ein Spieler? Ja? Auch wenn die Umsätze gering sind, aber man sieht dann, es ist vielleicht ein gewisses Risiko, dass der in ein gewisses Suchtverhalten reinfällt etc. und dann kriegst du eine Kreditablehnung. Ja? Also das sind alles diese weiteren Mechanismen, das darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Da bringe ich immer die Schufa-Einträge, wie es bekannt sind aus Deutschland, aber auch bei uns in Österreich vom Kreditschutzverband. Also wenn du einmal eine Handyrechnung, sei es jetzt zu Recht oder zu Unrecht, nicht bezahlt hast und du kriegst dein Inkassobüro schreiben etc., das hängt da dein Leben lang bonitätsmäßig nach. Ja? Also diese ganzen Bonitätsscoring-Geschichten, die haben wir de facto in Österreich auch schon alle im Einsatz. Und auf diese Bonitätsscoring wird de facto Kreditentscheidungen draufgelegt. Entweder sie sagen es da oder sie sagen es da einfach nicht. Im Normalfall sagt ja keiner, warum der Kredit abgelehnt worden ist. Ja, du hast ja auch kein Anrecht drauf. Ja. Du wirst einfach abgelehnt und musst damit quasi zur neuen Bank gehen oder zur nächsten Bank. Dort fängt der ganze Prozess wieder von vorne an. Ich bin ein Verfechter von der Hausbank. Ich bin derjenige, der wirklich sagt, ich brauche einen direkten Ansprechpartner. Ich will mir das aufrechterhalten und ich versuche, so sage jetzt einmal, meine Kryptosachen ein bisschen wegzuhalten von meiner Hausbankverbindung, dass ich eben das über Zweitbankverbindung mache, dass ich eben das über Kreditkarten mache oder dass ich zumindest zum Beispiel einen Bitcoin-Sparplan anlege, wo die Bank dann sieht, aha, da wird monatlich einzogen, da wird monatlich für das und jenes, aha, der geht das quasi ruhig an, der macht da seine Abbucher und dann bin ich auch schon wieder in einem anderen Risikoprofil drin und Bonitätsprofil. Also das sind immer diese zwei Sachen. Das eine ist das Risiko und das andere ist Bonität. Und der dritte große Faktor sind natürlich die Kosten, weil die Banken dann sozusagen zusammenrechnen und sagen, okay, was bringt mir schlussendlich am Jahresende, was habe ich eingezahlt beim Kunden X und was habe ich mit Kunden X verdient. Wenn das negativ ist, wird man vielleicht nur mal ein bisschen zuschauen, hat der Potenzial, aber schlussendlich, wenn er kein Potenzial hat und nur negativ ist, dann kann es natürlich auch sein, dass man, und jetzt darf ich natürlich einen Kunden aus wirtschaftlichen Gründen nicht einfach, wenn er immer seine Rechnungen zahlt, so einfach kündigen. Und da kann es vielleicht auch en vogue sein, wenn gerade so ein Transaktionsverhalten an den Tag tritt, dass ich das vorschiebe, um den Kunden sozusagen zu kündigen. Und Probleme, wie kann ich sonst noch Probleme erkennen? Das eine ist quasi, ich gehe aktiv quasi, ich mache aktiv einen Umweg über die Hausbank oder ich vermeide sozusagen die Hausbank, ich weiche ab. Und das zweite ist, wenn ein Kundenbetreuer bei mir mal nachfragt, ja, dann weiß ich, die haben mich im Fokus, ich bin irgendwo in irgendwas drin, dass das einer Bank aufgefallen ist. Man muss sich das wirklich so vorstellen, das schafft man ja gar nicht so leicht, dass man mit seinem normalen Zahlungsverkehr da in irgendein Raster aufscheint. Ja. In dem Fall gehe ich mal da stark davon aus, dass es einfach die Anzahl der Transaktionen auch war, weil er hat ja auch mehrmals von seinem Konto quasi hin und vom Konto zurück. Wenn das zum Beispiel nur einmalig gewesen wäre, 300 Euro einfach hinüberweisen, ja, und da passiert 60 Tage lang gar nichts mehr, war da wahrscheinlich gar nichts passiert. Ja. Aber durch das häufige Zahlungsding, das ist natürlich schon ein Indiz, das dann anschlägt. Okay. Ja. Ja. Über das Vorbeugen hast du eigentlich her schon ganz gut geredet, dass man im Endeffekt eben das outsourced mehr oder weniger, dass man halt solche Dinge nicht mit dem normalen Bankkonto machen sollte, wo eben der normale Zahlungsverkehr des alltäglichen Lebens drüber geht. Ne?
Also da empfehle ich auf jeder Plattform, man kennt es ja, ist das jetzt eben Win2D, einmal zu studieren, welche Möglichkeiten zur Einzahlung habe ich. Ja, und da werden ja wirklich solche Litaneien eigentlich aufgeschlüsselt. Und parallel mir anzuschauen, welche Möglichkeiten der Auszahlung habe ich. Ja. Mhm. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Auszahlungsmöglichkeiten. Und wie gesagt, ich würde da, also wenn Gott am Beginn von so einem Hobby stehe, ja, eben nicht direkt mit der Hausbankkonto korrespondieren, sprich vom Konto dotieren, weg, einzahlen, auszahlen, sondern eben nur die Kreditkarte. In dem Fall hat er nämlich nicht nur die Kreditkarte oder zum Beispiel, dann kaufen wir da auch eine Paysafe-Karte oder es gibt ja auch andere Prepaid-Karten, die ich online einfach erwerben kann, die ich für die Sachen einsetzen kann. Und ob das auf dieser Plattform akzeptiert wird, das sicher auf der Plattform selbst, wenn ich die Einzahlungsarten und die Auszahlungsarten durchgehe. Und dann kommt natürlich wieder das ganze Thema mit den Kosten zu Trage, weil natürlich ist es auch mit Kosten verbunden. Ja, da muss man sich halt einfach entscheiden, will ich es schnell haben, dann kostet es meistens mehr an Gebühren. Oder wenn ich es langsam haben will und ich habe Zeit und ich kann mir das alles herrichten, ich kann mich bei einer anderen Plattform anmelden, wie zum Beispiel bei Revolut, dort ist alles gratis, aber dort kriege ich halt mein Revolut Mastercard auch wieder nicht sofort, da muss ich mich mit der App verifizieren, da muss ich quasi sozusagen andere Verifizierungsprozesse durchlaufen und da kriege ich halt eben 1 bis 2 Wochen später erst mein Revolut Mastercard, über die ich dann diese Sachen machen könnte. Ja? Dann muss ich nicht von meiner Hausbank die Kreditkarte auch nehmen. Ja? Und. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Wege, wie ich, gerade wenn ich am Beginn stehe, das einfach vermeide, dass ich da mein Hausbankkonto direkt in Beschlag nehme. Und damit kann ich es genau aus diesen Schreiben und genau diesen Problematiken vorbeugen. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Paysafe bei den einzelnen Wettanbietern einbezahle, jetzt dort spiele und jetzt gewinne ich dort was, dann kann ich das ja nicht über Paysafe wieder auszahlen. Das heißt, es muss ja im Endeffekt dann, in der Regel sind die Wettanbieter dann angehalten, das auf dein Bankkonto zu überweisen. Weil wenn ich das auf der Kreditkarte, kann ich es ja auch noch nicht auszahlen, wenn ich vorher keine Einzahlung mit dieser Kreditkarte durchgeführt habe. Wie siehst du diese Thematik, dass ich das dann dementsprechend dann auf mein Bankkonto auszahlen muss? Also in erster Linie würde ich einmal zuwarten, bis ich dann überhaupt was auszahlungsfähig an Saldo hätte. Ja, dann mache ich mir sozusagen Gedanken darüber. Weil gibt es wieder verschiedenste Wege. Ich könnte ja zum Beispiel auch über ein Revolut-Konto, wenn ich dann die Kreditkarte habe, eine Kreditkartentransaktion auf die Plattform dann das allererste Mal setzen, ja, und mir dann nachher aber quasi mehr zurück auszahlen lassen. Ja. Also ich habe die im Zahlungsverkehr, im heutigen weltweiten Zahlungsverkehr, ich habe ja Möglichkeiten en masse, ja, die auch vollkommen legal mit vollständigen KYC oder wenn ich da an die Bitwala denke, ja, oder ich habe halt ganz andere Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich ans Grill denke, oder sonstige Sachen, aber da sind halt meistens hohe Gebühren dabei. Mhm. Und deswegen würde ich einfach diese Auszahlungsmethoden Step by Step durchgehen und einmal vergleichen, wie schnell komme ich zu dieser Auszahlungsmethode und was würde es mich kosten. Und wenn ich die Auszahlungsmethode aber gleich direkt mit einem zweiten Bankkonto verbinde, das mir sowieso nichts kostet, ich bin ein Revolut-Fan, muss ich auch dazu sagen. Ja, ich habe da ein separates Video zu Revolut gemacht. Die sind wirklich toll. Also da kannst wirklich, das ist ein Top-Zweitkonto. Ich krieg, kann Bargeld beheben, gratis. Ich habe eine gratis Kreditkarte, ist eigentlich ein Prepaid-Karten, die hat keinen Versicherungsschutz, gar nichts dabei, aber für den Zahlungsverkehr eigentlich ideal, auch wenn ich unterwegs bin oder auch wenn ich halt eben online unterwegs bin. Ne? Weil dann nehme ich halt die, zum Beispiel, wenn ich auf einer neuen Plattform bin und ich bestelle irgendwas online und ich kenne die Plattform nicht, ja, dann nehme ich eher meine Revolut Prepaid Karte als meine voll funktionsfähige, wo ich einen gewissen Rahmen habe von meiner Hausbank. Ne? Also das hat ja auch einen Sicherheitsaspekt, dass mir da keiner die Karten sozusagen anrahmen kann, wenn wieder, so wie sehr oft passiert, auch die letzten Jahre, einfach Anbieter die Zahlungsverkehrsdaten, die User sozusagen auf der Plattform lassen, nicht ordentlich schützen, ist auch diversen Casinos und Online-Anbietern schon passiert.
und dann wird deine Kreditkarte sozusagen im Darknet verkauft, deine Daten etc. und du hast dann plötzlich Abbuchungen auf deiner Karte, die du nicht getätigt hast und und. Also das zieht ja alles einen Rattenschweif nach sich und deswegen absolut vorher überlegen, wie man sozusagen die Geschichte dotiert, auf welcher, zuerst natürlich welche Plattform, aber da seid ihr die Profis, ihr könnt da jederzeit sagen, pass auf, das ist seriös, das passt auch und ja, das würde ich sozusagen vorschlagen bei diesen Problematiken. Wie würdest du mit der Problematik umgehen, wenn du jetzt zum Beispiel Highstake-Spieler bist und zum Beispiel auf Wettbörsen oder auf asiatischen Wettanbietern spielst und jetzt dort zum Beispiel größere Summen hast, also so wirklich so mal so 20.000 Euro aufwärts, wie würdest du in so einer Situation umgehen? Würdest du das dann überhaupt noch auf ein Bankkonto in jeglicher Art überweisen lassen oder siehst du da andere Optionen in der Zukunft? Ja, die Frage ist, ob du wirklich lückenlos darlegen kannst, wie sich diese 20.000 Euro zusammensetzen oder wie sich die zusammengesetzt haben. Ich kenne ja Trader, auch Krypto-Trader, die müssen da tausende von Trades quasi zusammenzählen, damit sie auf, da gibt es eigene Logs, eigene Dinge, nur das kannst du auch alles fälschen. Und im Wort kann es da passieren, dass die Bank sagt, weißt was, die Dokumentation ist zwar schön und gut, aber ich kann sie A nicht lesen und B glauben wir sie dir nicht, dass sie echt ist. Ja? Weil du möglicherweise auf der asiatischen Plattform mit deiner Max Mustermann E-Mail-Adresse angemeldet bist und du gar keinen Beweis erbringen kannst, dass du wirklich Zugriff auf dieses Konto hast. Das heißt, wenn du einmal in der Verlegenheit bist, dass du höhere Spielsummen gewonnen hast, die du auf Plattformen lukriert hast, wo du nicht mit deinen Klarnamen angemeldet bist, hast de facto keine Chance, das in den normalen Geldkreislauf zurückzubringen. Also das ist de facto ausgeschlossen. Deswegen, ich warne auch davor, dass man das, also gerade auch größere Beträge auf Plattformen dotiert, die nicht internationalen KYC-Standards und wo du nicht mit deinen Klarnamen bist. Das heißt, sonst kannst du nicht nachweisen, dass du der Spieler warst, auch wenn du die Logfiles hast, auch wenn du dir die ganzen Transaktionen immer runterlädst, auch wenn du deine Dokumentation immer up-to-date hältst. Das ist dann unheimlich schwierig und ich denke nicht, dass du da eine Hausbank finden wirst, die das dann auch akzeptiert. Wie siehst du das Thema, weil es ja schon einige Wettanbieter auch gibt, die was zum Beispiel im Bereich der Kryptowährung aktiv sind? Wäre das zum Beispiel eine Option auch zum Beispiel für Highstake-Spieler, dass die sich mit diesem Thema mal auseinandersetzen sollten oder siehst du das auch eher kritisch? Naja, ich kann jetzt nur von Coinfinity sprechen. Wenn wir so einen Fall hätten, ja, immer in der Möglichkeitsform, dann müsste der Spieler, genauso wie ich es vorher auch bei dir gesagt habe, man müsste der Spieler uns gegenüber offenlegen, wie kommen diese Bitcoins in Form von Wetten zustande. Es gibt ja schon Online-Casinos, wo du nur mit Kryptos zockst. Ja? Ja, und da muss er halt eben auch lückenlos uns bestätigen können, dass das wirklich von dieser Plattform kommt. Wie viel hat er auf diese Plattform einbezahlt und wie viel ist auf dieser Plattform getradet oder gewettet worden? Was waren seine Streichresultate oder was ist quasi gegen Null aufgelöst oder hat er Cashout gemacht? Oder, also das muss er alles darlegen und da ist eigentlich de facto da sicher sehr, sehr wenige Chancen, dass man das wirklich auf größere Beträge sozusagen ausbezahlt bekommt und dann auch noch auf sein Hausbankkonto. Also das ist aus meiner Sicht de facto sehr schwierig, auch wenn er es jetzt mit Kryptos macht. Weil schlussendlich hat man ja dann sozusagen Bitcoins statt diese 20.000 US-Dollar. Ja? Und diese Bitcoins kann ich mir natürlich irgendwo auscashen lassen, aber ich brauche wieder die gesamte Mittelherkunft. Ja? Und um das geht es eigentlich de facto immer. Ja? Wie ist quasi dieses Geld entstanden? Wer hat mir das gegeben? Was war mein Einsatz dabei? Ja, und da muss man natürlich unterscheiden, ob das jetzt wirklich von Gambling-Casino war oder ist es jetzt zum Beispiel ein Krypto-Trader, der auf einer Exchange quasi getradet hat. Ja, also das muss man auch wieder unterscheiden, ja, weil ja, da ist risikotechnisch natürlich
ein sehr großer Unterschied, ob ich jetzt auf einer Exchange mein eigenes Trading-System aufsetze oder ob ich mit Bitcoins jetzt quasi die Sportwette füttere und die Gewinne auch in Bitcoins bekomme. Das sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Und wie siehst du das Thema im Endeffekt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht online Wette platziere, sondern in einem Wettbüro jetzt, nehmen wir mal an, eine größere Summe gewinnen, also größere Summe ist, sage ich immer so, mindestens 15.000 Euro aufwärts, weil das ist ja dann eigentlich im Bankensystem ja eigentlich immer herkunftspflichtig, das immer zu belegen. Ne? Reicht dann da eigentlich, dass man nachher nur den Wettzettel herzeigt, was man das gewonnen hat? Oder würdest du dann darauf bestehen, dass dann das Wettbüro zum Beispiel dir noch eine Auszahlungsbestätigung unterschreibt, dass du das dort bekommen hast, das Geld? Oder wie siehst du das Thema, wenn man so in einem Wettbüro jetzt spielt, wo im Endeffekt nur Cash bezahlt wird? Also ich würde mir jedweden Beleg aufheben, den ich dort bekomme. Ja. Ich würde mir auch dann bestätigen lassen, dass ich zum Beispiel, also das kommt jetzt drauf an, magst du, ich sage jetzt ganz plump, du gibst 100 Euro in den Automaten rein, magst einfach irgendeine Fantasiewette mit Quote 5000, ja, oder nehmen wir 500 in dem Fall, genau, und gewinnst wirklich und kriegst 15.000 Euro ausbezahlt, ja. Mhm. Dann ist es ja in den meisten Fällen so, dass du dir das Cash gar nicht mehr bekommst, sondern dass der Anbieter dir eben das da auf dein Konto auszahlen möchte, ja? Oder auf andere Stellen. Das heißt, das ist schon die erste Unterscheidung, weil wenn das unbar erfolgt, die Auszahlung, also ich kenne das in Wahrheit nur so, dass zum Beispiel nur bis 5.000 Cash ausbezahlt wird und alles, was darüber ist, wird dann sozusagen offiziell über Umbarzahlungen ausbezahlt, oder? Mhm. Weil mit recht viel Cash wird da nicht. Anders ist natürlich, wenn du mehrere Wetten hintereinander gewinnst, ne? Einmal 2.500, dann 10 mal 2.000 oder wie auch immer und du hast dann plötzlich, aber dann hast du auch wieder die Wettscheine, ja? Die dir im Normalfall zuordnenbar sein. Also ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit dem Goldkauf. Der Goldkauf bis 10.000 Euro ist ja in Österreich anonym möglich. Ich würde aber trotzdem bei jedem Goldkauf meinen Namen angeben und mir diesen Beleg sehr, sehr gut aufheben. Ja? Jetzt weiß ich schon, dass ich auf dem Wettschein keinen Namen habe, aber ich kann mir zum Beispiel, wenn er mir das auszahlt, ja, auch vor Ort, wenn ich in irgendeiner Wettbude drin bin, ich springe jetzt einfach sehr plump, ja, mir das von dem Auszahlenden auch bestätigen lassen, dass quasi ja, Wettanbieter XY mit Standard XY hat heute diesen Wettschein mit der Nummer XY an Person, Name ausbezahlt. Ne? Und lassen wir das zum Beispiel bestätigen. Ne? Mhm. Ich das dann sozusagen innerhalb von ein paar Wochen, also 5-6 Mal machen und ich komme dann über die 15.000, dann kann ich aus meiner Sicht sehr wohl probieren und sagen, schau ja, liebe Bank, ich würde jetzt gerne was einzahlen. Das Geld kommt dort her und ich habe A, den Wettschein als Beleg, und B natürlich dann die Bestätigung, dass ich als Person das auch in Empfang genommen habe. Ja. Wobei da dann eigentlich noch immer offen bleibt, ob die Bank das dann auch so akzeptiert. Für mein Dafürhalten glaube ich nicht, dass es eine kluge Idee ist, dass man es so macht. Mhm. Okay. Alles wieder zurückzubringen in diesen Hausbank-Kreislauf ist äußerst komplex und schwierig. Da ist fast gescheiter, du bleibst auf deinem Bargeld, ja, und versuchst vielleicht deine normalen Ausgaben in den nächsten Monaten einfach von diesem Bargeldbetrag zu nehmen, weil da sollte ja dann schlussendlich auf dem Konto dann auch mehr überbleiben, wenn du sozusagen, weil Bargeld ist ja nicht verboten, ich kann Bargeld nutzen, du hast Bargeld dann bekommen, ich würde trotzdem die Belege auch aufheben. Und ich würde dann vielleicht anfangen, meine normalen monatlichen Ausgaben auf der Tankstelle oder im Ding, ich weiß, das sind dann keine großen Beträge, aber aufs Jahr gesehen kommt da sicherlich auch einiges zusammen. Wenn ich anfange, dass ich das konsequent bar bezahle, ja, da spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. Mhm. Ja. Wie schaut es jetzt da aus? Zum Beispiel, es gibt ja auch in Österreich zum Beispiel einige Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Bitcoin auch oder andere Kryptowährungen zum Beispiel über solche Terminals zum Beispiel kaufen kann.
also so Bitcoin-Automaten zum Beispiel, oder? Das heißt, wenn jetzt da zum Beispiel im Bereich Sportwetten jemand sehr erfolgreich ist und zum Beispiel sagt, okay, ich würde mir jetzt da eigentlich nicht das auf meine Hausbank dran, sondern ich würde mir jetzt über diese Bitcoin-Automaten Bitcoins kaufen, wie siehst du das wieder, dieses Thema? Das heißt, wenn es jetzt eine größere Summe dann wird, dann hat man sein Private Wallet von Bitcoin. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel dann wieder über einen Bitcoin-Automaten auszahle, wird wahrscheinlich jetzt nicht die Herkunft gefragt oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Es gibt verschiedene Anbieter in Österreich. Ich kenne es nur von dem Anbieter Courant. Und der bietet bis 250 Euro anonym kaufen, aber auch verkaufen an. Das heißt, ich kann dort hingehen, gebe ein 250 Euro, schicke quasi 250 Euro in Form von Anzahl an Bitcoins auf den Automaten hin und kriege dann 250 Euro de facto raus. Ja, also so, das. Aber wie gesagt, das sind Kleinstbeträge, eigentlich im Wort Bagatellbeträge. Bei größeren Beträgen muss man sie registrieren. Das heißt, normaler Registrierungsprozess, du brauchst eine Handynummer, du brauchst einen Ausweis, da wird fotografiert, die Ausweisdaten und die Selfie-Daten werden gespeichert und du bist sozusagen limitiert mit einem gewissen Limit im Hintergrund. Aber für die großen Beträge aus meiner Sicht auch ist der Automat auch nicht geeignet. Ja. Aber für eine Bagatellgrenze, also wenn du sagst, oder auch ich benutze jetzt, keine Ahnung, ich möchte jetzt 50 oder 100 Euro mal in Bitcoins wechseln, weil ich, keine Ahnung, diese Plattform ausprobieren möchte, ja, und lasse mir dann von meinem Wallet diese Bitcoins dort und dort hinschicken und probiere was aus. Also quasi bis 250 Euro ist man da im Bagatellbereich und kann sich da bewegen. Alles andere ist de facto aus meiner Sicht nicht anonym möglich. Mhm. Okay, ja super. Dann herzlichen Dank an Matthias für diese ausführlichen Schilderungen. Ich glaube, wir werden dann noch einmal einen Termin vereinbaren, wir zwei, wenn es dann um Kryptowährungen zum Beispiel geht. Also ich kann jedem empfehlen, einfach auch den Kanal von Matthias einmal zu besuchen, auch am YouTube-Kanal. Wir werden das dann auch verlinken, deinen YouTube-Kanal. Und ja, recht herzlichen Dank, Matthias, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Ich hoffe, wir konnten da jetzt ein bisschen was aufklären in diesem Zusammenhang. Vielleicht du noch ein paar Worte an uns, ein paar Schlussworte zu dem Fall heute. Also, liebe Leute, es ist, ihr müsst euch immer vorher überlegen, für was ihr euer Hausbankkonto verwendet. Und im besten Fall gebe ich einfach vorher meiner Bank auch Bescheid. Also, ich sage jetzt ganz plump, ja, wenn ich mir zu Hause oder mit der Bet Academy sozusagen ein System zurechtgelegt habe, ja, und das möchte ich ausprobieren und wie gesagt, vielleicht nicht gleich das Hausbankkonto dazu verwenden, nehmt eine andere Zahlungsverkehrsart etc., aber wenn das dann konkreter wird, ja, dann kann ich ja auch der Hausbank bekannt geben, du schaust her, ich tue nicht einfach wild irgendwo wetten, sondern da ist ein System dahinter, da sind Leute, die mich begleiten, das ist eine seriöse Geschichte. Ja. Dann ist immer gut, wenn ich proaktiv quasi meine Bank auch davon informiere. Hat natürlich auch den Nachteil, wenn ich den Kundenbetreuer nicht persönlich kenne und ich bin sowieso nur eine Nummer bei der Hausbank, ja, wen soll ich da informieren? Ja, da wird es dann eher da macht es vielleicht keinen Sinn, dass ich einfach ein Kontaktformular ausführe und sage, du, ich tue jetzt professionell Sportwetten. Das wäre vielleicht auch keine gute Idee. Aber wenn ich meinen Kundenbetreuer kenne und sage, du pass auf, ihr wisst, ich habe meine, keine Ahnung, 2.400 Euro Nettoeinkommen und ich gebe jetzt einfach 500 Euro da in diese Sportwettakademie. Oder ich gebe zum Beispiel im Vorfeld bekannt, dass ich jetzt einen Bitcoin-Sparplan mache oder dass ich mich bei der und der Plattform angemeldet habe, dann ist das immer proaktiv, immer besser. Für viele Sachen, wenn ich einfach nur etwas ausprobieren möchte, ist eben mein Tipp, bitte nehmt da nicht euer Hausbankkonto, versucht es einfach, das alles über, es kostet ja nichts, das Hausbankkonto kostet, das ist auch gut, weil ich ja da einen persönlichen Ansprechpartner habe im Idealfall, aber ich würde das alles über ein Zweitbankkonto, das halt eben im Idealfall gratis ist, machen, wenn ich es wirklich nur ausprobieren möchte, weil sonst kommen so Probleme wie bei dem einen Kunden heraus. Und das möchte man ja eigentlich vermeiden, wenn man ja noch gar nicht weiß, ist das überhaupt was für mich, bleibe ich jetzt da dabei oder wie auch immer.
Und bei Krypto sehe ich es eigentlich ähnlich, weil das Thema natürlich immer mit Risiko gerade bei den Banken behaftet ist und die müssen das machen. Das möchte ich auch vielleicht nochmals betonen, die haben da gar keine Möglichkeit. Die müssen dieses Risiko auch bewerten und im Vergleich zu anderen Kunden, die das Thema eben nicht machen, bist du einfach im Fokus und insofern würde das einfach von vornherein vermeiden und du einfach die Hausbank außen vor lassen, gerade wenn ich am Beginn von der ganzen Thematik stehe. Ja. Und wenn ich größere Beträge habe, ja, dann habe ich sowieso ein anderes Problem, da müssen wir vielleicht ein separates Video dazu machen, okay. Weil das ist natürlich alles andere als einfach. Da muss man noch viel mehr aufpassen, Dokumentation, Screenshots ziehen, Transaktionshistorien aufbewahren, dann die ganze Struktur aufbewahren, also was habe ich alles gemacht, wie ist, also das kann ja auch über Jahre sich Ganze ziehen oder über Jahre aufbauen und da dann versuchen, auch im Vorfeld proaktiv sagen, ich habe das gemacht, das ist gut gegangen, ich habe das und das und das und dann versuchen im Vorfeld ein Einvernehmen herzustellen mit der Dokumentation, die man gemacht hat. Für Kryptobereich stehen wir bei Coinfinity sehr, sehr gern zur Verfügung. Da wissen wir es auch, dass natürlich, jetzt lässt sich wer was, ich sage jetzt einmal, einen gewissen Betrag in Bitcoins auscashen und auf sein Konto, da sind wir die Ersten, die fragen, hast du deine Bank im Vorfeld informiert? Ne? Weil dann kommt es darauf an, kennt die Bank überhaupt den Kryptobroker oder nicht? Dann kann es natürlich sein, dass die Bank Nachfragen hat. Das heißt, du ist immer geschickt, dass du im Vorfeld schon eine Dokumentation zusammengestellt hast, und nicht dann ein paar Tage brauchst, bis die Bank angefragt hat zu dem jeweiligen Zahlungseingang. Also da erspart man sich einfach riesige Probleme, wenn man da einfach im Vorfeld das mit seiner Bank abstimmt. Und da steht Coinfinity auch dafür, dass sie da hilft. Und ich denke auch, dass ihr natürlich auch den einen oder anderen Tipp habt, wie man sich da auch besser verhalten kann. Weil wenn ihr das professionell auch angehen wollt mit der Academy, also ich sage jetzt als Kunde von der Academy, dann bitte einfach im Vorfeld überlegen, Zweitbankkonto, Mastercard oder zweite Kreditkarte etc., wo ich das Ganze jetzt meine ersten spielerischen Schritte sozusagen abwickle. Und damit bin ich sozusagen da, habe ich meine Hausbank außen vor und sehe hier keine Gefahr, dass man dann, weil eine Kontokündigung ist immer was Unangenehmes, du hast Rennereien, es ist dann Zeit, es kostet Zeit, Nerven und Geld. Und ja, das ist dann natürlich das andere Thema. Mhm. Aber gerne auch weitere Fragen. Es gibt nicht nur im Kryptobereich, wie man sieht, sondern auch im Sportwettbereich immer wieder Probleme mit den Hausbanken. Mhm. Ich würde es nicht verteufeln, aber ja, wenn man gescheitern ist, man erkennt es vorzeitig und kann die Problematiken vermeiden. Ja, das ist eigentlich der beste Weg. Und wenn man sich aber auch ungerecht behandelt fühlt, dass man das auch als Beschwerde eingibt, ja, und sich da auch detaillierte Informationen darlegen lässt, wie das jetzt zu dieser Entscheidung gekommen ist und. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch raten. Ob man dann persönlich bei der Bank bleiben will, wenn man solche Zeilen liest, fühlt man sich vielleicht nicht gerade als Kunde wertgeschätzt oder als bisheriger Kunde wertgeschätzt. Da muss man dann selbst seine Schlüsse daraus ziehen. Und ja. Mhm. Ja, super. Ja, sehr, sehr wertvolles Interview. Und besten Dank noch einmal an dich, Matthias. Schaut einmal alle rüber zu Matthias. Er hat einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal, auch alles über das Thema Kryptowährungen. Da kann man sehr viel lernen und ich freue mich schon auf unser nächstes Interview, wo man vielleicht das noch ein bisschen vertiefend machen könnte. Aber vielleicht könnte man da irgendwie was Cooles entwickeln, vor allem wenn es dann auch um Sparpläne geht zum Beispiel. Das ist für mich zum Beispiel mega interessant, dass man das auch im Kryptobereich einmal anwenden kann, vor allem wenn man zum Beispiel Wettgewinne erzeugt, dass man das zum Beispiel dann sinnvoll zum Beispiel auch in Kryptowährungen anlegt. Und da glaube ich, haben wir jetzt da mit dir einen sehr, sehr guten Experten, mit dem wir uns da öfters austauschen können. Ja, es ist ein extrem spannendes Thema. Es gibt schon Kryptobanken in der Schweiz zum Beispiel, wo man quasi mit Kryptos seine Einlage tätigen kann. Auch Bitwala, also das ist die Online-Bank, die nichts kostet aus Deutschland, die akzeptiert Krypto-Einzahlungen und. Also man hat Möglichkeiten, sehr, sehr viele. Aus meiner Sicht muss ich immer dazu sagen, aber das können wir sicherlich in einem nächsten Video auch machen, ich muss halt immer abwägen von der Usability her, von den Kosten her
Und ja, das ist eigentlich so mein Thema, weil rette dein Geld ist mein Thema. Ich muss immer ein bisschen auf die Kosten auch achten. Und gerade bei Banken oder Bankdienstleistungen, die halt dann mit Servicegebühr zuschlagen, also da wird es teilweise schon extrem teuer. Wenn ich dann wüsste, dass es eine Alternative gegeben hätte, hätte man dann wahrscheinlich sehr viel Geld auch erspart. Ja, das ist auch immer so mein Ansatz. Niemand kann alles wissen, darum ist die Community eigentlich das Wertvollste. Ja. Definitiv. Absolut. Ja, mega. Besten Dank noch einmal. Danke, dass ihr zugeschaut habt, so lange jetzt bei dem Interview auch. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt für euch wieder was mitnehmen. Also achtet auf den Ratschlag von Matthias. Konten trennen. Ja. Bei mir war es nämlich genauso, Matthias, weil ich bin nämlich ganz am Anfang zu meiner Hausbank hingegangen. Und habe denen das Konzept vorgelegt, was ich mache. Und habe aber nie ein Problem gehabt, all die Jahre nicht, nie ein Problem gehabt, weil sie genau gewusst haben, was ich mache. Und ich habe aber dafür ein eigenes, zweites Konto für das eröffnet. Also ich habe das nicht über das normale Alle Girokonto, drei. sondern getrennt gehabt. Ja. Ja. Und das hat aber immer super funktioniert. Genau. Also es ist halt, und man muss auch dazu sagen, es menschelt überall. Du kannst einmal, ich sage es ganz plump heraus, einen blöden Sachbearbeiter haben, der sich darauf versteift und sagt, das ist ein Problem. Ja? Und du kannst aber auch jemanden haben, aha, ihr habt mir das im Vorfeld eh gesagt, ah ja, genau, da kommt jetzt der Betrag, passt. Ja, also es gibt immer, deswegen vielleicht auch die Sammlung von positiven Beispielen. Ja, oder man hört natürlich auch immer im Bekannten, Verwandten, du, bei mir war das überhaupt kein Problem. Ne? Du, bei mir ist es alles gegangen. Ne? Und hab bei dir da auch noch, ich habe da die größten Probleme und und. Also es gibt wirklich von bis, das ist komplett unterschiedlich. Und es gibt de facto keine Standardvorgehensweise, wo ich dann genau weiß, okay, ja, mit dem und der Vorgehensweise gibt es nie Probleme. Das würde ich nie behaupten. Aber am gescheitesten ist, wenn man wirklich da die strikte Trennung fährt, weil dann vermeidet man gröbere Probleme. Okay, super. Dann wünsche ich dir alles Gute, Matthias. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder, wo wir von dir ein bisschen mehr lernen können über Bitcoin, Sparpläne zum Beispiel in Kombination mit Sportwetten. Da können wir sicherlich was Cooles draus machen. Wird sicherlich viele interessieren, die was unseren Kanal schon verfolgen. Und danke, dass ihr heute alle da wart. Und bis bald.